Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch mal ein aufgebraucht und leer gemacht Video. Ich kann euch diesmal nicht alles hochheben, da es ja schon rausfällt. Ich versuche es jetzt nur einigermaßen hier so ein bisschen geordneter hinzulegen. Und zwar sind auch wieder so ein paar Süßkram. Klar, es geht jetzt Weihnachten, war ja, da isst man natürlich, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr ungesünder als sonst. Also, ja, deswegen. Aber es wurde auch eine Menge Tee getrunken. Es wurde eigentlich sehr, sehr, sehr viel Tee getrunken, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, dann fangen wir auch schon an. Und zwar haben wir hier habe ich einmal eine Anti-Aging-Creme ausprobiert von Elemis Pro ja, eine Creme für Anti-Falten und ja, also ich muss sagen, hinterher die Haut, die war schon sehr, sehr weich und gepflegt, aber ja, Anti-Aging hat jetzt nicht so wirklich. Aber ich muss sagen, es war diesmal auch ein bisschen mehr drin. Also man hatte genügend fürs Gesicht plus Dekolleté-Bereich. Und sie hat auch sehr angenehm gerochen. Also jetzt nicht wirklich so ein Duft, aber ja, so angenehm halt. Aber ich muss sagen, ja, war ganz okay. Dann habe ich noch von Pantene Pro V eine Minuten Kur. Haarkur probiert, war ganz zufrieden eigentlich, ja, aber ich muss sagen, die große Flasche vom Preis her finde ich dann doch ein bisschen, ja, viel, auch wenn ich sehr zufrieden war, weiß ich halt noch nicht, ob ich es nachkaufen werde, aber ich muss sagen, diese Ampulle, ja, falls man jetzt, sage ich mal, nicht so lange Haare hat, sondern extrem kurze Haare hat und man möchte das probieren, kann man das aufmachen. Also das ist vorher so drauf und dann dreht man das ab und dann hat man hinten eine Spitze und dann kann man das nach Gebrauch sozusagen wieder verschließen und kann es sozusagen mehrfach verwenden. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Haben nicht viele Proben, deswegen war ich da sehr positiv überrascht. Dann, wie sollte es anders sein, zu Weihnachten habe ich natürlich auch Milka gegessen mit ganzen Nüssen. Und ja, zum Lesen war einfach mega lecker. Ich liebe die Milka-Schokolade mit ganzen Nüssen. Ja. Und dann habe ich auch Walnuss-Edelmarzipan-Pralinen gegessen. Also ja, die waren auch mega lecker. Das waren so kleine runde Zartbitter außenrum in drinne mit Marzipan. Und obendrauf war eine halbe Walnuss komplett drauf. Also mega lecker. Kann ich euch nur empfehlen. Ja. Dann ist auch unser Müsli wieder alle gegangen. Beziehungsweise ja. Diesmal Haferkissen mit 66% Vollkorn und Zimt. Also man kann sich das jetzt nicht wie die Kellogg's Zimtis oder wie die heißen vorstellen. Die sind viel, viel leichter vom Zimtgeschmack. Also es ist ein ganz, ganz leichter Hauch von Zimt. Und ja, und eine ganz, ganz, ganz leichte Note vom Zucker her. Also man schmeckt eigentlich fast gar nichts raus. Man muss sich halt wirklich komplett konzentrieren. Der Zimt kommt natürlich ein bisschen mehr raus als der Zucker. Also ja, es ist angenehm, leicht und eine ganz, ganz leichte, süße Note. Natürlich Leute, die es gewohnt sind von den Zimti-Minis. Ja, so ist es natürlich nicht, weil die Zimti-Minis sind ja viel, viel kräftiger gewürzt mit dem Zimt und dem Zucker. Und das ist halt alles hier, kann man sich das vorstellen, wie so eine Prise drüber. Und ja, mir schmecken die von Köln sehr, sehr lecker. Wir hatten auch davor die Haferkissen. Ich glaube 78% Vollkorn, da war nichts dran, also da waren wirklich nur die Kissen ohne irgendwas und ich muss sagen, die sind sehr angenehm, mal für zwischendurch, also ich versuche ja immer zu wechseln, das ist für die Kinder natürlich auch nicht
so langweilig ist. Dann ist auch unsere Handseife alle gegangen von Isana. Diesmal Flower Jungle mit cremig blumigen Duft. Das war eine Limit Edition und die hat wirklich sehr, sehr blumig gerochen. Also ja, sehr blumig, fruchtig, sehr angenehm. Und ja, ich finde ja auch die immer so richtig toll, auch von der Verpackung her, dass die nicht immer so, ja, so langweilig aussehen, sondern dass die sich halt auch optisch immer noch was einfallen lassen. Und ja, man kann natürlich auch die Folie dann abtrennen und recyceln sozusagen. Ja, ich habe auf jeden Fall schon wieder was Neues an Handseife dastehen, weil ja, man braucht es sehr oft, auch wenn nicht Corona ist, man braucht ständig Handseife, finde ich. Und ja, und da kann man auch mit Düften und kann man da rum experimentieren, finde ich ganz toll. Gibt es ja auch so winterliche Sachen, zum Beispiel jetzt so ein Granatapfelduft oder so ein Apfelzimtduft, gibt es ja auch ganz viele. Und ja, dann war die XXL Megapackung von Senseo im Angebot. Da sind 48 Stück Kaffeepads drinne. Und ja, da habe ich natürlich zugeschlagen. Und die sind natürlich noch nicht alle, aber ja, die Packung ist sozusagen jetzt schon so leer, dass sie alle jetzt in diese Aufbewahrungsbox reingepasst haben, weil da passen immer nur 20 Pads rein. Und ja. Also wisst ihr auf jeden Fall, ich habe schon über 20, 30 Kaffees getrunken, dass die jetzt komplett in die Aufbewahrungspads sozusagen da reingepasst haben. Und ja, ich muss sagen, schmeckt mir sehr gut. Ja, achso, was die natürlich jetzt auch drauf hinweisen, dass diese Kaffeepads haben sich natürlich verbessert. 100% nachhaltig erzeugter Kaffee. Und diese Pads sind auch abbaubar. Also sie sind halt wirklich ist nur Filter. Leichtes Filterpapier und Kaffee drin, da ist kein Plastik oder so. Also ja, kann man auch komplett auf den Kompost schmeißen. Dann habe ich Mint Refresh, ist die Packung alle gegangen von Bukam. Ich liebe diesen Pfefferminztee, er ist Pfefferminze, Fenchel und Rose mit drin. Also ja, nicht nur Pfefferminztee und ich finde, ja, richtig, richtig gut. Es ist Fair for Life, also ein Fairtrade-Tee. Für alle, die das interessiert, das finden ja viele jetzt immer total wichtig. Ja, ich habe diese Tees schon vorher gekauft, bevor, sage ich es mal, dieses Fairtrade im Trend war. Weil, ja, hat mir einfach geschmeckt und ich finde auch die Verpackung immer richtig hübsch von Puka. So sehen die Dinger aus. Ja, hier steht es auch nochmal drauf. 100% biologische Teemischung aus Zutaten ethischer Herkunft, natürlich koffeinfrei, Pfefferminzblätter, Süßholzwurzel, süßer Fenchelsamen, Hibiskusblüte, Rosenblüten und Koriandersamen. Ja, also ist nichts irgendwas Künstliches mit drin. Dann wurde auch von Teekanne der Malve Tee getrunken, also ja. Da mache ich, das ist natürlich der Hibikus-Tee und da mache ich halt immer zwei solche Dinger für ein, so eine Teekanne mit rein und ja, dann wird der halt immer getrunken. Dann You're My Berry haben wir auch wieder fleißig getrunken gehabt von Teekanne und ja, der ist natürlich Bio, ist der Malve jetzt nicht, obwohl es von der gleichen Marke ist. Ein heiße Liebe-Tee ist natürlich auch getrunken worden und ein Himmelszauber-Winterpunsch-Mandel. Aber die Wintertees, ja, die trinken wir gerade ein bisschen weniger, weil wir die halt schon einen kompletten Dezember über getrunken haben. Und jetzt Ende Dezember, ja, hat man dann halt auch irgendwie keinen großartigen Geschmack mehr dafür. Und wir haben auch ganz fleißig heiße Zitrone getrunken, weil das finden die Kinder auch toll, Kinderpunsch oder heiße Zitrone. Ja, da heißen Teetasse sozusagen am Fenster zu stehen und rauszugucken und ja, finden die Kinder natürlich ganz toll. Dann auch einmal ein Kinderbadeperlen, nämlich Märchenkönigin, schäumendes Zauberbadsalz und es riecht so lecker nach Pflaume und ja, das finden natürlich meine Kinder total toll, auch von der Verpackung immer her.
Also da gibt es Mädchenmotive und Jungsmotive, aber riechen tut es halt immer nach irgendeiner Frucht. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und dann wurde auch ein Marzipanriegel gegessen, auch so rum. Und der war auch mega lecker. Also es ist zart-bitter außen drumherum und drin ist ganz viel Marzipan. Seelenwärmer wurden natürlich jetzt auch im Dezember so ein bisschen weggenascht. Und auch Studentenfutter. Also ich lese, wenn ich lese, nicht nur stopfe ich Schokolade in mich rein, sondern halt auch ein paar Nüsse und Rosinen. Finde ich auch immer so lecker für zwischendurch. Also ja. Und die von Edeka schmecken mir irgendwie immer noch am besten. Ja, das war's. Es war zwar diesmal nicht so viel, aber dafür große Verpackungen. Und ich bin froh, dass ich die jetzt auch endlich entsorgen kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.